Komm zurück zu einer weiteren Runde. Isaac. Oh, kleinen Moment. Professionell wieder, wie immer. Genau. Beim letzten Mal haben wir eine normale Runde gemacht und ich wollte eigentlich kein Lost spielen, aber ich habe dann, wie es der Zufall so will, Lost bekommen. Und heute werden wir noch einen Random-Charakter spielen und ich weiß noch nicht genau was, aber... Herr Sesel ist eigentlich zu leicht. Aber naja, wir spielen heute mal Sesel. Ja, wir wollen uns mal nicht über Random beschweren. Sesel ist eigentlich ein Charakter, der echt so super stumpf ist. Und ja. Deswegen mag ich ihn eigentlich nicht, weil er halt so sehr leicht ist. Aber wir werden mal trotzdem gucken, ob wir mit ihm was rausholen können. Normalen Run müssen wir ja so mal langsam gewinnen nochmal. Ja, wir haben ja in der letzten Zeit immer so oft reingekackt. Und dementsprechend gucken wir jetzt mal. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt mal wieder komplett durchzukommen. Ich würde auch mal gerne auf so eine Winstreak oder sowas gehen. Weil da kann man ja auch sehr schön machen bei Isaac. Dann tryhardet man halt jedes Mal. Spielt zweimal einen random Charakter. Aber tryhardet dann halt heftig rein. Mit einem random. Und versucht dann auf eine hohe Winstreak zu gehen. Wir können das ja mal versuchen. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt das mal hier unten in die Kommentare rein. Dann werde ich mal die nächsten Folgen auch tryharden. So richtig tryharden. Und echt mich komplett konzentrieren nur. Klar, vielleicht auch ein paar Mal... dann jetzt so, dass ihr weniger zu hören bekommt von mir, aber dafür immerhin ein bisschen mehr Skill. So, was haben wir denn hier? Range down. Schön. Oh. Hey. Jetzt übertreibt man nicht hier, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, wir hätten uns Destruction noch aufheben sollen. Ball of Bandages. Wir gehen, glaube ich, mal in den Sündenraum rein, denn wir können ja fliegen, ne? Wir kriegen ja nur einmal Damage. Oder gar kein Mal. Ha! Das nehmen wir mal mit. Ich habe da schon eine Idee. Das ist, klingt jetzt erstmal für den ersten Moment richtig scheiße, was wir gerade gemacht haben. Aber das hat alles seine Richtigkeit, Leute. Wir machen das nämlich so. Dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Das ist doch mal ein Plan, oder? Das ist doch mal ein Plan. Der Nagel erhöht auch generell immer unseren Damage. Zusätzlich können wir Felsen damit kaputt machen, was auch ganz cool ist. Und wir gucken mal, ob wir damit was reißen. Denn ich finde, an sich ist der Nagel eigentlich ein sehr cooles Item. Weil man zusätzlich zu dem Damage-Upgrade halt auch immer noch ein Life-Upgrade bekommt. Was eh ziemlich geil ist. Na komm. Also wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich manchmal nicht so viel reden kann. Dann konzentriere ich mich ein bisschen mehr aufs Game und try hard ein bisschen mehr. Da kriege ich einen Brechreiz, wenn ich das Item sehe. Das ist natürlich nicht so schön, dass wir jetzt hier direkt erstmal so ein Cancer-Item bekommen. Das war auch nichts. Ich bin gerade am Überlegen, was könnte uns weiterbringen. Ich sag mal so, Azazel ist relativ stumpf, ne? Mit Azazel braucht man nicht unbedingt viel. Man kann auch nur auf Leben gehen, das reicht auch schon vollkommen. Yay. Solange man nicht getroffen wird, stumpf, ist das eigentlich alles ganz cool, ne? So, das können wir mal machen. Achtung. Bomben sind sehr schön. Wir bräuchten eigentlich mal ein paar Schlüssel. Ah, guck mal an. Oh, Münze, das ist schon mal schön. Dann haben wir den Rock. Auch sehr schön. Dadurch färbt sich unser Schuss nochmal ein. Nee, doch nicht. Aber wir bekommen auf jeden Fall ein Damage Upgrade. Dann machen wir das hier einmal weg. Da kriegen wir noch ein paar Herzen. Oh, zwei Stück sogar. Ich habe ja gesagt, ein paar, ne? Hier muss ich mal ein bisschen gucken. Ich Trottel, krieg's nämlich immer hin, da rein zu latschen. So, was haben wir denn? Ja. Oh Gott. So, wir gehen einmal in den Sündenraum. Macht uns noch ein bisschen böse.
Amnesia? Doppelamnesie. Geile Sache. So, dann würde ich sagen, können wir noch mal hier reingehen. More Options. Das finde ich ist eigentlich eine coole Sache. More Options ist eigentlich eine coole Sache. Das heißt, wir bekommen jetzt immer zwei Bossraum-Items und können uns davon eins aussuchen. Was ganz cool ist. Haha. Ah, ihr merkt schon, ne? Wow. Wir wurden halt echt getroffen. Einmal haben wir Experimental Treatment und einmal haben wir Roid Rage. Und Experimental Treatment ist das Problem, das ist... Das kann einen übel kaputt machen. Ich will nehmen mal Roid Rage mit. Da macht man, glaube ich, nichts falsch. Nice. Die Kohle. Die Kohle ist sehr gut. Unser Laser färbt sich jetzt endlich rot. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal zusätzlichen Schaden zuzufügen. Mit Roid Rage haben wir eine bessere Range, was man ja auch sieht. Ne? Wir haben ein bisschen mehr Range mit dem Ding. Also man kann die Range von dem Laser auf jeden Fall upgraden. Das geht. Ist zwar schwierig, aber es geht auf jeden Fall. Guck mal hier. Oh ja. Das Krasse an Azazel finde ich halt, dass er fliegen kann. Ne? Das ist so. Okay, das ist, denke ich mal, selbsterklärend, wie wir das machen. Wir machen das nämlich so. Zack. Den Begleiter brauchen wir nicht. Ja, das ist ziemlich geil, was wir jetzt haben. Ne? Abaddon ist, glaube ich, wer es gesehen hat in den anderen Mods, der weiß, dass Abaddon echt ein geiles Item ist. Wir haben eigentlich jetzt schon einen super geilen Run, Leute. Wenn wir jetzt tryharden, können wir das echt schaffen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir das hinkriegen. Was haben wir denn hier? Balls of Steel und ein Health Upgrade. Health Upgrade finde ich persönlich nicht so geil. Aber, ja. Mal gucken. Vielleicht können wir das noch wegkriegen. Hopp. Sehr gut. Dass wir Roid Rage aufgehoben haben, war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool, weil wir dadurch jetzt ein echt gutes Attack Speed, Movement Speed haben. Was halt gleichzeitig bedeutet, dass wir viel leichter ausweichen. Oh, Kacke. Sagte er und rannte in die Minions. Viel leichter ausweichen können. Ich will hier mal reingucken. Der Minimasch. Ja, das ist ein schönes Item. Haben wir damit unsere Range gefickt? Nee. Ficken sagt man nicht, ne? Ich weiß. Aber ich glaube, ihr kommt drüber hinweg. Wenn ich das mal benutze. Ich bin ein richtiger Bad Boy. So. Zack. Manchmal kommt mir das so vor, als wenn wir so übel wenig Range haben. Upsi. Easy. Easy, easy, lemon, squeezy. So, wir haben einmal einen Begleiter und einmal ein Attack Speed und Shot Speed Upgrade. Was an sich schon echt cool ist. Und nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja noch nicht alles abgeforscht hier, abgesucht. Deswegen gehen wir nochmal in die anderen Räume rein. Wir kriegen vielleicht noch ein paar Münzen zusammen für einen Shop. Das heißt, da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein. Paralyse. Jetzt haben wir fast alle negativen Sachen. Oh, warum habe ich denn eine Bombe gelegt? Nicht doof. Mask of Infamy. Nice. Das ist eine Damage Reduction. Und nicht in dem Sinne, dass man weniger Schaden bekommt, so wie beim Wafer. Sondern wir blocken häufig Projektile, die frontal auf unsere Maske drauf fliegen. Oh, das war well played, Perik. Well, Blade. Blade, Blade, Blade. So. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Secret Raum könnte hier sein. Jo, da ist er auch. Nee. Da will ich Sprengung. Die Sprengung zünden. Range up. Paralyse. Gut. Die Frage ist... Wir können jetzt eigentlich nicht mehr wirklich großartig Münzen holen, denn wir haben ja nichts, wo wir Münzen herholen könnten. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten nochmal den Super-Secret-Raum abgucken
Der könnte hier sein. Oder da oben. Wahrscheinlich hier oben, ne? Auch nicht. Okay, ist er vielleicht hier links? Könnte auch noch sein, dass er hier ist. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen schade. Oh, das hätte ich gerne mitgenommen. Was war das für eine Pille hier? Ah, ich weiß es nicht. Aber wir haben schon echt eine gute Range mit unserem Shot. Gut, das ist natürlich ein bisschen schade. Jetzt haben wir keine Münzen für, ich weiß nicht, können wir hier noch ein bisschen Münzen holen? Waren da noch mehr Fackeln? Unwahrscheinlich, ne? Relativ unwahrscheinlich. Das ist natürlich bitter. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Mein Glück ist heute wieder auf meiner Seite. Wir nehmen die Curse Immunity mit und den Evil ab. Curse Immunity einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock auf so ein Curse of Darkness, Curse of Labyrinth oder sonstige Scheiße habe. Und ja, das ist ein schönes Item ist. Und wir haben nochmal ein Evil ab, ne? Was gleichzeitig nochmal ein Herz bedeutet. So, Leute. Ab geht's. Der Tryhard geht weiter. Sehr gut. Man könnte jetzt meinen, das war nicht wirklich worth, weil ich ja eh schon Herzen hatte und was. Ist auch vielleicht so. Aber ich finde schwarze Herzen immer besser als blaue. Ah, fuck. Bei dem Gegner schaffe ich es immer, mich treffen zu lassen. Ich weiß nicht warum. Ja. Hätte ich auch mal sofort aktivieren können. Naja, was soll's. Wir kriegen nichts. Nichts ist besser als nichts. Schatzraum, sehr gut. Oh, come on. Das muss ja wohl nicht sein, oder? Okay, gucken wir mal hier. Loki's Horns. Das ist jetzt lustig. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht das? Ich glaube ja, ne? Da sag ich doch nicht nein. Gut, Leute. Jetzt nicht den Tilt-Mode anmachen, sondern wir tryharden weiter, ne? Tour of Hearts bringt uns eh einen Scheißdreck. Deswegen lassen wir dann einfach mal. Ja, dieser Doppelschutz, ey. Oder eher gesagt, Quadra-Shot. Finde ich awesome. So, das sind die zweiten Katakomben. Das heißt, danach kommen noch zwei Ebenen und dann ist Mahn. Oh, warte mal. Oh, warte, warte. Oh, eine Bombe. Nice. Ja, ich bin gerade am überlegen. Machen wir das? Gehen wir für einen Boss Rush? Was meint ihr? Wir könnten eigentlich heute mal wieder für einen Boss Rush gehen, oder? Hätte ich eigentlich auch Bock. Ein Boss Rush ist immer ganz cool. Ich hoffe eigentlich nicht darauf, dass wir Tummy's Head finden. Ich weiß, das Item ist ganz cool. Wir gehen, glaube ich, mal für einen Boss Rush. Das Item ist ganz cool, keine Frage, aber das Problem ist, es ist zu OP. Es macht den ganzen Run wieder zu leicht. Mann, renn doch nicht weg von mir. Ich weiß, dass du Angst hast, aber das muss doch nicht sein. Damage up. Und? Okay, wir kriegen nur... Okay. Guppy. Guppy, guppy, guppy. Viele fragen sich jetzt, hey, warum nimmt ihr das Ding mit und legt es direkt wieder weg? Das mache ich einfach nur, weil ich noch ein Guppy-Item möchte. Also eins. Oh, lol, da waren vier. Heilige Macaroni. Okay, das ist Necropolis 1. Das heißt, wir müssen, um in den Boss Rush zu gehen, müssen wir ein bisschen schneller sein.
Oh, ihr seid ja lieb. Ihr seid ja Zucker. Ihr sprengt mir sogar direkt hier die Secret-Räume auf. Ey, das ist ja Zucker. Zuckerlieb. Da muss man aufpassen. Das Vieh kann einem auch beim Zurücktreffen noch, zurückfliegen noch treffen. Scissors. Damit kann man den Kopf vom Körper trennen. Ist nicht gerade geil. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so worth. Okay. So, sehr schön. Schatzraum haben wir, Shop haben wir. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt zum Boss gehen. Das sollte kein Problem sein. Secret, Sündenraum können wir... Oh, nice. Das ist schön. Wir haben schon mal zwei Guppy-Items. Ihr merkt schon, Leute, es wird langsam, ne? Sehr gut. Oh, diese Mom-Contacts, ne? Die sind einfach so strong, ey. Können wir noch ein Dings kriegen? Ein Boss? Ne, können wir nicht mehr. Dann nehmen wir noch ein Range-Upgrade mit. Jo. Das sage ich doch nicht nein, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir ab in die nächste Ebene. Alles super. Faith ab. Okay, wir machen sicken Damage. So, was haben wir hier? Okay, lassen wir das mal. Speeddown. Health up. Will ich eigentlich nicht. Boah, unser Laser ist schon echt lang. Wir haben echt schon lang. So, was haben wir denn hier? Are you a wizard? Irrelevant. Der Typ platzt halt einfach komplett weg. Okay. Okay, da ist Mutter. Wir brauchen aber noch einen Schatzraum. Na, brech weg. Das ist ja auch wirklich ein Troll, oder? Der bleibt einfach eine halbe Stunde da stehen, versteinert. Das ist ja wirklich nicht schwer, oder? Boah. Wenn ich hier rauskomme lebend, ne? Junge. Ohne den Schaden zu bekommen. Das ist ja wohl wirklich übelst geil. Die Bohne. Das juckt mich nicht, die Bohne, die Bohne. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. Boah, da können wir noch einen gechillten machen, oder? Da machen wir noch einen gechillten. Da wollte ein Kopf rauskommen. Habt ihr das gesehen, ey? So, wir heben uns den Nagel grundsätzlich immer auf für Dings, ne? Für den Boss Rush. Ich muss sagen, mit Azazel ist man halt auch so super schnell, weil man halt fliegen kann, ne? Das ist halt so einer dieser Vorteile. Magician? Da können wir uns auch aufheben. Okay, was haben wir denn hier? Demonic Wings? Das ist... Ist das Evil Contract? Naja. Eigentlich nicht so worth. Aber naja. Wir nehmen es mal mit. Oh Gott! Holy shit. Okay. The Fool und Magician. Magician nehmen wir lieber mit. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt in den Bosskampf gehen. Wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo die Secret-Räume noch finden. Der könnte zum Beispiel hier drüben sein. Hier könnte der sein. Habe ich eine hohe Tendenz. Oder hier. Ja. Na, super. Das war ja auch wieder
4 Trolls im Lagerfeuer, Alter. Ist ja Wurf, würde ich sagen. Wir gucken nochmal hier. Vielleicht haben wir hier noch den Super Secret. Ja, gut, dann. Hallo Mami. Okay. So, wir nehmen